Dennis Aogo hat ein ganz besonderes Ziel, die Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Noch vor seiner Kreuzbandverletzung erfüllte er sich einen ganz großen Wunsch. Einmal unter Tage auf der Spur des Mythos. Es ist für mich wichtig, zu wissen, was so hinter dem Ruhrpott steckt, was ja groß bekannt ist, auch in Deutschland überregional. Deshalb ist es für mich interessant, mal zu sehen, für was der Ruhrpott so wirklich steht. Dann nehmen wir die Kabine 2. Mit dem einen oder anderen habe ich gesprochen. Jeder hat eigentlich bis jetzt gesagt, dass es cool ist, dass es Spaß macht. Es gab auch den einen oder anderen, der ein bisschen Angst hatte, habe ich gehört. Aber jawohl, das ist doch Style. Kann ich das mitnehmen? Bei mir ist die Vorfreude jetzt größer als die Angst. Also von daher bin ich voller Vorfreude und ich bin gespannt, was mich erwartet. Zunächst mal der Einstieg in den Fahrkorb und die rasante Fahrt hinunter. Wie Dennis die Maloche in 1200 Metern Tiefe erlebte, welche Gedanken er sich danach machte, all das im kompletten Beitrag auf Schalke TV.